Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Mod-Tutorial am Mittwoch. Genau. Heute geht es um ein ein Hangar-Mod. Natürlich, ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte sagen, es ist ein Remake. Ich hatte das schon mal gemacht, nur das war jetzt schon etwas veraltet und ich wollte es einfach nochmal wiederholen. So, ich werde es anhand von meinem Hangar machen, den ich jetzt selbst benutze, und zwar diesem Hangar. Der ist. Ne, den werde ich nicht nehmen. Der ist nämlich zurzeit etwas kaputt. Da sind die Objekte mal total teilweise nicht vorhanden. Wahrscheinlich, weil der nicht abgedatet wurde. Wir nehmen jetzt aber den hier, weil ich den auch sehr gut fahren finde, von Urban Fighter oder Urban Fighter. Ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht. Das ladet ihr euch einfach runter. Link in der Beschreibung. Einfach auf mirtankov.net und dann auf Deutsch übersetzen lassen und dann hier auf Hangar und da findet ihr ziemlich viele. Oder einfach bei Google World of Tanks Hangar eingeben. Hangar Mod. So, da habt ihr in eurem Downloads. So, okay, das seht ihr. Da habt ihr in eurem Downloads-Verzeichnis diesen Ordner. Der mochte 7-Zip oder WinRAR, je nachdem. Entpacken nach. Dann entpackt er das. Ich ziehe die Datei mal rein, um Ordnung zu halten. Ist halt so. Dann lest du das kurz durch, checkt überhaupt nichts. Icons. Naja. Dieser Mod ist zum Beispiel nur für 8.3. Da müssen wir gucken, ob der überhaupt funktioniert. Und was GFT ist. Ach so, ah, okay. Das sind halt, finde ich, untypische Sachen. Und die sind halt für mich selbst neu. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Es ist an sich ganz simpel, nur sind halt immer mehr Mods, Hangar-Mods, die dann halt echt mal was komplett Neues reinbringen. Und da weiß ich dann selbst nicht, ob ich das nicht irgendwie anders umsetzen muss. So, das müssen wir löschen. Das ist mein alter Hangar. Das ebenfalls. Und Vehicles ist mein nicht funktionierender. Das ist Crash TDS. Ah, das ist mein Dingensmod, mein. Oh, White Dead Tank. So, dann fügen wir die jetzt hier einfach ein. Die GUI können wir hier lassen. Da ist nichts drin. Ich weiß nicht, weswegen es die da gibt. Wahrscheinlich braucht man die schon. Einfach nur zum Dasein. Dann öffnet ihr mal WOT und hoffen, dass es funktioniert. Ich persönlich bin jetzt lange Zeit bei dem chinesischen Wargaming-Hangar geblieben, sprich den ich in letzter Zeit halt durchgehend habe, weil ich fand den halt, diese Partikel, die dann da rumfliegen und diese Stimmung, das war einfach so ein bisschen was Ruhigeres und ja, so Wüste oder so finde ich auch noch ganz gut, nur so freies Feld. Ja, nicht so. Bin ich so der Freilandtyp. Ja, und da ist WOT abgeschmiert. Also gibt es irgendein Problem. Das heißt, diesen könnte zum Beispiel schon mal vergessen. Sprich, wieder rauslöschen die Dateien. Das ist hier jetzt einfach das Problem, dass der nicht auf 8.4 ist. Und dann stürzt das schätzungsweise so ab. Teilweise funktionieren die auch mit einer älteren Version. Da muss man dann nur gucken. Ja, der Hellinger, das ist der Autor von diesen, ja, meistens, ja, weiteren Mods. Also, wie soll ich sagen, Freiluft-Mods. Und der macht sehr, sehr gute. Und kann ich also nur empfehlen, der macht echt gute Mods. Und der kann das auch sehr gut editieren. Und jetzt müssen wir gucken. Sonst müssen wir echt speziell nach 8.4 suchen. Normalerweise funktionieren diese Mods auch in 8.4. Hier sieht man zum Beispiel, Hellinger hat die schon auf 8.4 gemacht. Frage ist jetzt nur. RS Mods, ja. Frage ist jetzt für mich jetzt nur, der hat ja hier mehrere.
Oder wechselt das? Es kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich auch mal was Neues. Da würde ich gut finden. Das sind jetzt alle Ordner einfach reinziehen. Nochmal starten. Es kann natürlich sein, dass es hier mit Tag zu Abend und zu Nacht wechselt. Nacht sieht hier ein bisschen zu blau aus, finde ich, aber naja, ein bisschen Licht muss ja da sein. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall hatte ich keine Auswahl. Oder wenn, habe ich die übersehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Wie gesagt, mein Chinesen-Hangar, der funktioniert ja auch mit 8-Punkt-Dings. Und wie man sieht, funktioniert das hier auch. Einwandfrei, das ist halt der Weihnachtshangar, so gesagt, ohne Weihnachtsstimmung. Finde ich eigentlich auch sehr geil. Also, ich glaube, ich lasse den jetzt auch erstmal drin. Wenn er jetzt hier auch noch den Tag ändert, dann finde ich das ganz cool. Was Hellinger auch gemacht hat, der hat Hintergrund, weil das war, fand ich bei Wargaming von dem Hangar her relativ scheiße, ganz ehrlich. Der Background, sprich der Himmel, das war einfach nur eine Textur oder nur ein Bild, so gesagt. Hat sich also nichts bewegt. Und Hellinger hat dann mit einer Konfiguration von einem Weihnachtsmod halt Bewegung hinten reingemacht mit Feuerwerk teilweise und halt so welche nicht so große Dinge, aber halt schon was das Ganze belebter macht, und das finde ich macht es auch aus hier, diese Bewegung, weil wenn das starr ist, ich meine, dann kann ich auch einen schwarzen Punkt nehmen, kann ich auch das hier nehmen. Weiß nicht, wer da drauf steht, aber ich persönlich nicht das hier. Ich finde das Simply Black Hangar. Ich weiß nicht, wem das gefallen soll. Neuer Sommerhanger, ja, der ist auch schon ein bisschen älter. Ich verstehe auch nicht, weswegen. Okay, stimmt, die werden ja abgedatet. Dadurch kommen die dann wieder. Ansonsten hier einfach rumgucken. Also normalerweise, wie gesagt, der funktioniert nicht. Das könnte ich schon mal weghaken. Die sind wahrscheinlich auch noch vom anderen Datum, aber dieser Mod hat bei mir noch funktioniert bis gestern. Da waren diese Objekte nur nicht mehr sichtbar, also die waren nicht mehr da. Dann hier haben wir noch einen von Human Fighter, der wird aber sicherlich auch nicht mehr funktionieren. Hier von Hellinger mit Person. Finde ich übrigens hier auch sehr geil mit offener Map dann. Und das ist auch sehr cool, finde ich. Aber da gibt es ein bisschen bessere Map-Hangar, so gesagt, die mir besser gefallen. Ja, Silvester-Hangar, keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied ist. Sowas, das ist halt nur texturtechnisch verändert, finde ich jetzt nicht so schön. Basis Premium-Hangar. Das ist wahrscheinlich für die Leute, die ihren Ordner zugemoddet haben. Finde ich hier sehr nice, also das so darzustellen. Ich weiß nicht, ob das 3D-technisch gemacht wurde oder nur. Ich glaube, das wurde 3D-technisch gemacht. Sieht halt sehr cool aus, finde ich. Ist auch nicht so mein Ding, aber ist schon lobenswert. Also, wenn man sowas machen kann, dann Respekt. Dann hat die Seite hat in letzter Zeit irgendwie Probleme mit den Videos. Hier sieht man schon 8.1, also es geht immer weiter runter. Und sonst einfach googeln, einfach kurz Google World of Tanks Mods, what the fuck? Hilfe. Und dann hat sich das geht also, ja, recht gut. Ja, das war's für heute schon. Mit dem Mod-Tutorial. WoT gibt's heute nicht. Das gibt's nur, wenn kein Mod-Tutorial da ist. Und heute ist ein Mod-Tutorial da, wie man sieht. Aber natürlich gibt's den Livestream ab. Eigentlich in 5 Minuten, aber ich werde wahrscheinlich jetzt viertel nach anfangen oder so, je nachdem, wie schnell das hochgeladen ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid alle beim Livestream dabei. Und ja, ich hoffe, der Mod gefällt euch oder die Mods, ja, der Hangar, typischer Hangar-Mod. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tüttle.